Servus Leute, ich befinde mich heute auf meiner neuen Wiese. Ja, wo ist die? Hier? Quasi direkt bei meiner Arbeit. Das ist das Wiesenstück hier, was man so sieht. Da Fläche 0,51 Hektar oder was das sind. Was mache ich heute? Ich habe mir heute den Mulcher geholt, an den IHC rangehängt. Und das ganze alte Gras, was hier noch draufsteht und diese ganze Stattel, das alte Geraffel, was die Pferde quasi nicht mehr mögen oder nicht fressen kann, wird heute reingemulcht. Ja, wie gesagt, ich habe mir eine Schlägelmulche dazu geholt. Ah ja, da ist auch schon wieder was kaputt. Jetzt schon wieder gerade gebogen. Ja, und mulcht das mal rein. Ich habe gerade am Anfang. Und nach dem Mulchen schaut es so aus. Ich glaube, ein ganz kleines Stück tiefer könnte ich, naja, wohl. Ich glaube, die Höhle war eigentlich ganz gut, die ich hatte. Ja, nee, so werde ich es wegmachen. Dann ist das alte Zeug weg. Da fahre ich ein, zweimal drüber. Dann ist das Zeug schön klein und kann in Ruhe verrotten. Ja, und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß dabei. Und ich hoffe, das Video gefällt.
Ja, Leute, und weil ich immer sogar so spontan bin, habe ich natürlich in der Legenderweise vergessen zu erwähnen, was es eigentlich für ein Mulcher ist. Ja, mein Gott, sowas passiert halt. Ich glaube, man wird alt. Ich sage jetzt nichts dazu. Also es handelt sich hierbei um einen Omarf-Mulcher, kommt aus Italien. Der Mulcher ist Baujahr 1999. Der genaue Typ, in diesem Fall TFR260H, haben wir das Typenschild, und hat ein Gesamtgewicht von 1,20 Tonne. Also ist wie gesagt schon relativ schwer. Schon ganz schöne Oschi hinten dran am IHC, aber wie gesagt, der stemmt das auch ohne Frontgewicht. Wozu soll ich es noch machen, wenn wir die Vorderreifen unnötig auf der Straße kaputt fahren, wenn er es doch ohne auch macht? Man muss halt ein wenig vorausschauend fahren und darf da nicht am Berg groß rumschalten müssen, weil dann kann es natürlich sein, dass er vorne ein bisschen Männchen macht, aber das ist ja kein Thema. Ja, Arbeitsbreite von dem Mulcher sind 3 Meter. Und da hatten wir das ganze Stück noch einmal. Hydraulisch über das doppelwirkende Steuergerät vom IHC ausfahrbar. Kann man ihn nach rechts rausschieben. Ja, es wird ein knapper Meter sein, den man ihn nach rechts rausschieben kann. Ja. Und normalerweise, so wie ich ihn laufen lassen habe, muss ich mal ein bisschen versetzt laufen, dass die Gelenkwelle natürlich ein bisschen gerade steht, aber da sage ich jetzt nichts dazu. Mein Gott, das war das allererste Mal, dass ich mit dem Mulcher gearbeitet habe. Hat auch so funktioniert. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Zu weit ausheben darf man den natürlich mit dem Winkel nicht. Habe ich ja nicht gemacht. Aber wie gesagt, das Ding, das funktioniert eigentlich ganz gut. Gehört auch zu der Maschinenvereinigung. Habe ich mir ja extra geholt. Und das wollte ich halt jetzt noch ergänzen. Bevor dann wieder die Fragen kommen. Also wie gesagt, ein Omarf ist das. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist Osha. So kann man sich täuschen. Naja. Ja, und dann noch eine Kleinigkeit. Heute ist Montag. Mein Steib steht draußen. Heute um 1 kommt der TÜV. Und macht TÜV-Abnahme drinnen beim Hanomag. Von meinem Vater, sein Arbeitskollege. Und von unten ein Autoanhänger hinten. Und bei der Gelegenheit habe ich gesagt, die sollen dann gleich einmal die ABE noch für den Anhänger hier erstellen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hier immer so in einer rechtlichen Grauzone unterwegs zu sein. Das ist halt wie gesagt, der Hänger ist Baujahr 1964 und alles was ab, ich glaube ab 62 kam, hat eine allgemeine Betriebserlaubnis gebraucht. Hatte ich nicht für den Hänger, habe ich nicht gekriegt. Haben auch die Vorbesitzer gesagt, hatten sie selber auch nie. Das war was, das mussten halt die Bauern selber beantragen und wenn du das nicht gemacht hast, hast du das nicht gekriegt. Naja gut, wie gesagt, dann soll mir der TÜV eine erstellen dafür. Und dann bin ich da auch auf der sicheren Seite. Schön wäre natürlich, wenn das Typenschild nicht vorhanden gewesen wäre und man hätte gesagt, wir könnten ein wenig schwerer machen, ein wenig auflasten. Theoretisch müsste er mehr aushalten, aber der hat halt bloß 3,6 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Naja, für meine Zwecke wird es reichen. Ein bisschen Heu fahren, nochmal ein wenig Holz fahren oder so. Vollkommen in Ordnung. Jo, und jetzt kommt dann noch das Schlusswort vom Samstag und dann war es das mit dem Video. So, mit dem Mulchen bin ich fertig. IHC steht in der Scheune derweil. Mulcher ist noch dran, den braucht der Vater noch auf der Arbeit. Ja, ich bin soweit fertig. Ich habe meine Wiese innen gemulcht. Die andere Wiese hinter der Halle habe ich mir auch angeguckt. Die hat es aber nicht nötig, die ist noch tipptopp. Die ist sogar größer als gedacht. Also ich schätze mal, es könnten fast 0,2 Hektar nochmal sein. Die vordere hat 0,51, also 0,7 Hektar, die ich da innen zu bewirtschaften habe. Eigentlich nicht einmal schlecht. Bin ich ganz begeistert davon. Naja, und jetzt demnächst muss ich dann nochmal mit der Schleppe noch rein. Und ja, so weit, so gut. Die IHC ist heute ein bisschen in den Spitzen gekommen, der darf da mal richtig ran. Aber das tut mir auch immer ganz gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Servus miteinander.